What's going on, guys? Welcome back to another video. Today we are checking another one of Volker Pisper's History of USA and Terrorism. And this is part two of five. I've actually done part one a long time ago, and I actually forgot to actually check out part two, part three, part four, and part five. So we are back with this. Let's see what we have here today, guys. Don't forget to like the video, subscribe to the channel, and let's get on with it. Let's see what we have. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Aber über Nacht wurde Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Bösewicht des Jahrhunderts. Der neue Hitler war geboren. The new Hitler was Drunter tun born. es die Intellektuellen bei uns ja nun gar nicht mehr. Unsere Intellektuellen messen alles in Hitler. Die Spiegel-Essays dürfen Sie auch nochmal nachlesen. 1991, Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann. Der neue Hitler. Da können Sie mal sehr schön sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Wow. That's a good explanation. Okay. Nun musste der neue Hitler wieder bekämpft werden. Die Amerikaner haben gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Die haben eine riesen Armee am Persischen Golf stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Und seitdem sitzen die Amerikaner dort am Persischen Golf in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon Henry Kissinger, der alte Fuchs und Friedensnobelpreisträger, Öl ist viel zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Blöderweise sind es aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen, es sind dummerweise gleichzeitig die Länder mit den heiligen Stätten des Islam. Und da muss man ja mal fragen, was der Herrgott sich da wohl bei gedacht hat. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln, ne? Wow, bro. Denn allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten in diesen Ländern ist der Affront für den gläubigen Moslem. Für den gläubigen Moslem ist das eine Gotteslästerung, ein Sakrileg. Durch die Anwesenheit ungläubiger Soldaten werden die heiligen Stätten entweiht. Das ist deren Glaube, das müssen sie einfach so akzeptieren. Das können sie ja komisch finden. Bei uns findet man den Islam ja sehr gerne komisch. Da wird im Karneval Witze darüber gemacht, ne? Da tragen die Frauen Kopftücher, 72 Jungfrauen im Paradies für Märtyrer, ne? Was für eine alberne Religion. Ich weiß ja nicht, woran Sie so glauben. Oh, wow. Stehen Sie auf Dreifaltigkeit oder auf Jungfräulichkeit? Gehen Sie da sonntags in den Tempel? Zur Copperfield Show? Ja, knabbern Sie am Leib Christi rum, meine ich. Merken Sie, es ist ziemlich leicht, sie über Leute Religionen lustig zu machen. Jeder hat das Recht, etwas zu glauben, meine Damen und Herren. Das ist Religionsfreiheit. Sure, Jeder sure. hat das Recht, an etwas zu glauben. Wer da Recht hat? Aus meiner Sicht sind alle Leute, die an so etwas glauben, einfach nur zu faul, um selber zu denken. Aber auch das ist nur meine Meinung. Wer Recht hat, der weiß das schon. Das erfahren wir vielleicht irgendwann mal. Wenn ich Recht habe, erfahren wir es nie. That is true as well. Like Aber I don't know what is right or wrong in this sort of like religion situation. Everyone believes what they want to believe, you know? So yeah, everyone has their own thoughts. You can't really judge on things like that. Eines, das müssen Sie akzeptieren. Für den gläubigen Moslem ist die Anwesenheit der Amerikaner in diesen Ländern wie für einen gläubigen Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. Was haben die Amerikaner da verloren? Menschenrechte schützen. Haben Sie noch einen besseren Witz auf Lager? Was die amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, das hat jetzt auch der letzte Araber kapiert, ne? Menschenintensivhaltung auf Guantanamo Bay. Menschen Gassi führen an Hundeleinen. Naja, Menschenrechte, es geht doch nie um Menschenrechte im Nahen Osten. Hören Sie doch endlich mit dem Geschwätz auf. Wenn es um Menschenrechte im Nahen Osten ging, hätte schon vor Jahrzehnten die UNO dahin gemusst. Mit Blauhelmtruppen muss man da rein. Palästinenser und Israelis voreinander schützen. Die Extremisten auf beiden Seiten müssen dingfest gemacht werden. Die Profiteure des Konfliktes, die Extremisten auf beiden Seiten. Arafat und Sharon in eine Gummizelle. Das wäre ein Anfang, das wäre ein Symbol. Okay, nice, nice. Aber Frieden im Nahen Osten, das wäre doch der amerikanische Albtraum. Stellen Sie mal vor, die jungen Israelis söhnen sich mit den jungen Arabern wirklich aus. Die einen haben das Rohöl, die anderen haben das technische Know-how. Die Amerikaner stehen endgültig außen vor. Das Einzige, was die noch auf Weltniveau produzieren können, die Amerikaner, das sind Waffen. Schon alles, was kompliziert ist, aus dem Kühlschrank, müssen die heute importieren. Frieden im Nahen Osten wäre der Albtraum für die Amerikaner. Es geht doch nicht um die Menschenrechte, es geht um die Ressourcen. Das wird doch jetzt so endlich offen gesagt. Es geht ums Öl, meine Damen und Herren. Endlich kommt die Wahrheit zutage. Deshalb muss doch die Bundeswehr umgebaut werden, weil die NATO doch neue Aufgaben hat.
Und da ist die Bundeswehr als Verteidigungsarmee natürlich ziemlich lästig. Wir sind ja eine reine Verteidigungsarmee, Grundgesetz, aber da steht da so ein Schwachsinn drin, ne? Die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis Militär kommt. Ist ja nie einer gekommen. All die Jahre nicht. Das Einzige, wofür unsere Panzer gut waren, waren Flurschäden in der Lüneburger Heide. Wir haben einsehen müssen, nach 60 traurigen Jahren, keiner würde den Deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Und jetzt sollen die deutschen Soldaten wieder überall mitkämpfen dürfen. Peter Struck sagt heute, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Als er den Satz im Frühjahr gesagt hat, meine Damen und Herren, da war mir schon klar, dass bei dem mit der Durchblutung nicht mehr alles ganz in Ordnung ist. Oh, wow, okay. Die NATO hat eine neue Doktrin, da steht drin, NATO-Soldaten, also auch Bundeswehr-Soldaten, dürfen noch außerhalb des Bündnisgebietes, out of area, eingesetzt werden, wenn zum Beispiel der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet erscheint. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Aus dem Volk ohne Raum wurde ein Volk ohne Ressourcen. Und der Volksmund spricht von unserem Öl. Also reden die Leute da auf der Straße. Am Stammtisch. Unser Öl. Was tut der Araber denn damit? Der sitzt da ja bloß drauf. Unsere Wirtschaft braucht das. Unser Öl. Nach derselben Logik hätte der Hussein hier seine Tankstellen verteidigen kommen können. Die USA haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal haben sie ihn vernichtend besiegt. I don't understand who, Hussein is. Like, the USA have attacked Hussein twice, and twice they have crushingly defeated him. Let me know, guys, in the comments, who Hussein actually is. Weil eben kein Hitler ist, Herr Enzensberger. Gedichte mögen Sie ja interpretieren können. Aber beim Rest halten Sie einfach mal die Schnauze. Hussein hat immer taktiert. Was geht nicht? Denken Sie zurück an den ersten Krieg gegen Hussein. 1990. Die Amerikaner haben die Riesenarmee stationiert. Papa Bush hat die Armee dahin gebracht. Am 17. Januar 1991 ging es los. Präzisionsbombardement. Erstmal 4 Wochen lang Bombardement. Die Amerikaner können ja heute mit chirurgischer Präzision. Die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe. Die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können. Aber die können aus... They can't build machines that can count ballots. Mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe. Die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können. Aber die können aus... Die können aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die von der UNO verbotenen Splitterbomben um die Zivilbevölkerung drumherum abwerfen. Wenn da einer blöd beiseite springt, kann man jetzt nichts machen. Was die Amerikaner damals getroffen haben, ist im Nachhinein bekannt geworden. Die haben Tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Diese aufblasbaren, diese Beate-Use-Modelle. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt hatte Papa Bush die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Ja, es ging ja gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Bei der Panzerschlacht sind dann 14 oder 17 amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Ist das eine Panzerschlacht? Ich bitte Sie, da ist doch bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los. In beiden Kriegen gegen Hussein zusammen sind weniger amerikanische Soldaten ums Leben gekommen, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Und die Hälfte ist in beiden Kriegen von eigenen Kameraden erschossen worden. Alles wie zu Hause, von Jungs aus Chicago. Killed by friendly fire, wie die Amerikaner sagen. Killed by friendly fire. Nennen Sie das wirklich einen Krieg? Wenn auf einer Seite 150 Menschen sterben, auf der anderen Seite 30.000, ist für Sie ein Krieg? So zynisch sind Sie? Ich nenne das eine Verprügelungsaktion. Diesmal haben die Amerikaner gar nicht mehr so getan, als wenn es ein Krieg wäre. Einfach reinmarschiert sind die mit den Panzern. Die sind mit ihrer kleinen Truppe so schnell auf Bagdad vorgerückt. Das einzige Problem war die Betankung der Panzer. Die sind mit den Tanklastzügen nicht schnell genug hin und her gekommen. Die haben an ganz normalen irakischen Tankstellen Benzin gekauft. Das ist ein Krieg, wa? Stellen Sie mal vor, der Russe vor Köln muss nach Düsseldorf zurück zum Tanken. Well, this guy is actually a great story. Nehmt ihr doch Rubel. Nein, nix Visa. Rubel, es ist Krieg. Rubel. Und 2 Mars.
Womit hätte denn die großartige irakische Armee kämpfen sollen? Die irakische Armee verfügt über alte Panzer, die können andere Panzer auf 500 Meter Entfernung zerstören. Das wussten die Amerikaner ganz genau. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer dahin gebracht, die können andere Panzer auf 1500 Meter Entfernung zerstören. Satellitengestützte Navigation, Zielerfassung und Aufklärung. Da können Sie dreimal raten, wer da gewinnt. Da können Sie auch Vitali Klitschko auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken, nimm nicht in Acht. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Das ganze Land war ja voller Massenvernichtungswaffen. Wo sind die eigentlich? What's WMD? Let me know as well what this means. Das fragt man sich ja auch. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt, kurz nach Kriegsende letztes Jahr. Der Putin hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Wow. Wow. Yeah, that does come... Oh, that's me. Okay. It jumped to my video. Anyway, guys, that was actually a pretty, pretty interesting one. Let me know your thoughts. Let me know if you want me to check out part 3 as well. Sorry if I was a bit quiet during that video. I mean, I had to read and concentrate on the actual thing as well. But yeah, let me know if you want a part 3 of this. Like the video, guys, if you did enjoy. Subscribe to the channel as well. And we'll be seeing you on the next one. Thanks for watching, guys, and peace out.